und willkommen zu einem neuen Video zu der kleinen DIY-Selbstbau-Konsole. Im letzten Video habe ich euch ja erzählt, dass ich hier mit den Tasten, die ich hier, oder mit den Schaltern, die ich eigentlich hier eingebaut hatte, Probleme hatte, dass sie nicht geleuchtet haben oder keinen Kontakt geschlossen haben. Die habe ich jetzt komplett entfernt, die durch diese drei Taster ersetzt. Und in dem Zuge, weil ja dann gar keine LED-Beleuchtung mehr da war, hier jeweils noch zwei LEDs eingebaut. Wie das dann funktioniert, erzähle ich oder zeige ich euch dann im späteren Teil des Videos. So sieht das Ganze von unten aus. Ich habe die Masse von allen Schaltern und Tastern zusammengelegt, so dass ich im Prinzip, auch wenn das jetzt nicht so aussieht, tatsächlich Kabel gespart habe. Und es hängt letzten Endes hier alles an dem einen über dem Schraubendreher Groundkabel hier dran. Die Schalter und Taster haben jeweils einen eigenen Slot von 1 bis 10 insgesamt. Und dann die LEDs hier farbig gekennzeichnet. Die haben auf der einen Seite einen 5 Volt Anschluss, kommt aus dem Bodner raus. Und die Masseseite geht in die entsprechenden Slots von dem Bodner mit rein. Hier habe ich noch zwei Kontakte mit reingelötet in die LEDs. Einfach aus dem Grund, weil die so fürchterlich hell waren. Ich kann euch danach nochmal ein Bild einblenden, dass das wirklich echt unangenehm war. Und wie das Ganze dann am Rechner funktioniert, das zeige ich euch gleich. Jetzt bin ich in-game angekommen. Das Bodner anzuschließen ist wirklich überhaupt kein Hexenwerk. Das wird in-game sofort als Game-Controller erkannt und kann demnach im Prinzip sofort mit den Tasten belegt werden, die man sich gerne vorstellt. Ich habe jetzt einfach mal zum Zeigen hier oben links vorwärts. Da drücke ich mal drauf. Und ihr seht, der Schlepper beschleunigt. Hier ist Bremsen und auch das funktioniert. Hier habe ich links drauf gelegt und hier rechts. Und jetzt noch zu den beiden Tastern. Und ihr seht schon, die rote LED hier oben, die leuchtet immer noch sehr, sehr hell, aber kein Vergleich zu dem vorhergehenden. Und wenn ich jetzt umschalte, den Schalter nach oben kippe, geht die grüne LED an. Selbes ist auf der anderen Seite mit dem anderen Schalter, der geht hier unten, ich kann es jetzt durch den Lichtanfall recht schlecht sehen, geht unten die LED an. Das ist ein Drei-Wege-Schalter, also on, off, on. In der Mitte ist es aus und wenn ich nach oben klicke, geht die oberste LED an. Das ist im Prinzip das ganze Kunststück gewesen. Jetzt ja, könnt ihr im Prinzip ganz einfach nachbauen. Traut euch einfach mal selber ein bisschen rumzuwerkeln. Wie gesagt, die LEDs, bei denen war es so, die brauchen 5 Volt Anschluss. Da ist natürlich die stromführende Seite zu beachten. Also wo ist Plus, wo ist Minus. Die haben schon einen Vorwiderstand, die Dioden, die ich hier drin habe. Und trotzdem eben waren sie noch zu hell, sodass ich hier oben die beiden 100 Kilo Ohm Warns Kontakte noch mit eingelötet habe. Wenn ihr noch Fragen zu dem Teil habt oder eigenes Projekt habt, dann könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben, unten in die Kommentare schreiben oder auf meinen Discord mit raufkommen. Da haben sich schon wirklich ein paar coole Typen gefunden, die auch eigene Konsolen bauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in dem nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.